Und willkommen zum Pokémon Pod 14 von Strahlende Diamant. Version 1.0.0. So, mit dem einen schon geredet, mit dem unten auch. Ich werde es mit allen anquatschen, denke ich. Das wird das Beste sein. Oh ja, Team Galactic lagert alle möglichen interessanten Dinge in seinen Gebäuden. Ich habe gehört, sie haben sogar eine TM. Wow, sie haben eine TM. Wer hat die nicht? Tick, tack, tick, tack, tick, tack. Den Kopf immer im selben Rhythmus zu bewegen, ist einfach ein tolles Gefühl. Hier, das ist für dich. Ja, Mann, Metronom. Werde ich zwar keinen beibringen, aber. Ja. Stachschräg im Mondstein. So, ich habe Erwin hinterherlaufen, wie man sieht. Wir haben die TM-Fliegen hier in unserem Gebäude gelagert. Mir wurde gesagt, ich darf sie haben, wenn ich mich als würdig erweise. Oh, da krieg ich Fliegen her. Das ist wohl das Lager. Okay, diese Box kommt dahin und... Aha, es gibt so viel zu tun. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Selbst ein Pibi mit seinen winzigen Pötchen wäre mir eine große Hilfe. Die sind wohl überarbeitet. Was hast du so? Ein schönes Tages fiel ein Meteorit einfach so vom Himmel. Und an der Seite, wo er einschlug, erblühte später eine Stadt. Der bloße Gedanke daran rockt total. Okay. Ich weiß nicht, neben Meteoriten einfach. Die haben doch bestimmt ein bisschen Strahlung und so. Oh nein! Die T-Shirts mit Pibi-Aufdruck sind auch schon ausverkauft. Na, zu langsam. Willkommen! In unseren Geschäften kümmern wir uns um deinen gesamten Look, von der Kleidung bis zur Frisur. Okay. Willkommen im Modewelt Metronom. Suchst du noch etwas Bestimmtes? Ja. Was haben wir denn so? Pikachu Hoodie. Latzhose. Evoli. Gengar. Kann man es nicht auch drehen? Ernsthaft? Game Freak? Cyber Outfit. Ist ja verdammt teuer. Winter. Frühling. Freizeit. Ja, Mann, jede Jacke. Okay, ich will irgendwas anderes auf jeden Fall nehmen. Okay, noch lange überlegen. Ich nehme einfach das Pikachu. Das macht mich erst nicht komplett arm. Und die coolen Dinge kann ich mir nicht leisten. Hey, hey, jetzt sehe ich anders aus. Ich kann mich nicht entscheiden. Was soll ich kaufen? Ja, das Problem hatte ich auch gerade eben. Aber kaufen einfach das Günstige. Wo hat er mitten noch meinen Schal hingeweht? Oh ja, kann man einen Seidenschall kriegen irgendwo. Meine ich zumindest. Moment. Man kann da irgendwie... Das ist das Itemradar, oder? Okay. Kann man sie irgendwie auch so verwenden? Ist doch kacke. Okay, es war das Itemradar. Es funktioniert einfach nicht gut. Naja, gut, egal. Sein Schaf versteckt eh nur normale Angriffe, glaube ich. Irgendwie würde ich es doch gern haben, aber ich habe keine Lust zu suchen. Wo ist die nur? Ich habe meine Linse verloren, aber ohne Linse kann ich nicht suchen. Da. Wir lassen uns einfach an den Punkt. Ja, wo ist die denn nur hin? Ich suche mit meiner Großlinse alles nach der Linse ab. Aber mein Herzblatt hat hier irgendwo verloren. Bisher leider ohne Erfolg. Okay. Was hast du so? Steine wird nicht umsonst statt der Steine genannt. Hier gibt es sogar Meteoriten. Ich habe zwar nichts damit zu tun, aber hier ein paar technische Maschinen für dich. Okay. Ein paar.
Ich setze ein Pokémon Ränkeschmied ein, wird sein Spezialangriff stark erhöht. Aber das ist am Rande. Viel Vergnügen noch in der Stadt der Steine. Okay. Ränkeschmied ist gar nicht so verkehrt, glaube ich. Es gibt viele Zauberkünstler, du weißt schon, Tricks und Illusionisten. Aber es könnte doch so sein, dass etwa 5% davon wirklich übernatürliche Kräfte haben? Ich glaube nicht. Warst du schon mal in der Arena? Das ist echt interessant, kann ich dir sagen. Mich erinnert sie irgendwie an eine Turnhalle. Da will ich heute noch hin, auf jeden Fall. Gehen wir hier rein. Ach, sind wir ein wenig müde? Nein, nicht du, ich meine deine Pokémon. Hey, du möchtest, kann ich einen deiner Pokémon eine Massage geben. Okay. Wir nehmen... Das erhöht wahrscheinlich die Freundschaft einfach nur. Leider ist mein Golbat schon entwickelt. Nimm mal Erwin. Ja, Mann. Ja, hallo, ist entspannt dich, mein Kleines. Erwin schaut verträumt und zufrieden. Übrigens hat ein Pokémon das hier bei sich getragen, bitteschön. Okay, es hat einfach einen Sticker dabei gehabt. Der Schaman in Weideburg ist der Freund meiner großen Schwester. Wenn sie gemeinsam etwas unternehmen, haben sie immer ihre Pokémon dabei. Wahnsinn. So, Yumi Arena. Tatsächlich. Na Matze, kämpfst du dich weiter durch die verschiedenen Pokémon-Arenen? Du wirst echt von Mal zu Mal stärker, oder kommt mir das nur so vor? Was ich hier mache? Oh, ich war einkaufen im Kaufhaus und... Ich meine, ich arbeite natürlich auch an meinem Pokédex, aber naja, man sieht es später. Warum schießt er vor der Arena und nicht vor den Einkaufszentrum? Ach, da brauchst du Kraxer. Okay, gehen wir in die Arena rein. Ich dürfte jetzt fast alle hier haben. Howdy, zukünftiger Champ. Diese Arena setzt Pokémon von Typ Kampf ein. Damit sie einen gewaltigen Typvorteil gegen Pokémon von Typ Normal. Aber jetzt hör gut zu und das verrate ich nämlich nur dir. Arenaerin hat gesagt, dass Pokémon von Typ Flug, Psyche und Fee richtig gefährlich werden können. Ja, das gedacht. Okay. Der erste. Hier ist das Karate-Quartett. Ich versetze dir einen Schlag im Namen des Muts. Für den Mut. Wen habe ich gerade vorne? Sanella, oder? Es war Sanella, oder? Ich bin mir sehr sicher. Er hat einen Mashok dabei. Ja, Mann, Sanella. Und Bedrohr. Wenn die Amazon nicht so lange dauern würde, dann wäre das schon fast angenehm. Okay, Flügelschlag. Ist ja egal, Flügelschlag oder Eros. Das überlebt. Die sind halt 25. Ich bin ein bisschen überlevelt eigentlich. Ah, vielleicht soll ich ein paar Tränen haben zum Auslassen. Wobei, dann wieder zum Ende hin. Brauchst du sowieso Level. Ich kämpfe nur gegen Trainer und bin trotzdem überlevelt eigentlich. Ja, Mann, Level up. Stärke. Eine 80er. Was hast du von alleine gelernt? Ich werde Fußkick kicken. Ist sowieso meist nicht so praktisch. Glaube ich zumindest. Gut, gegen richtig schwere Pokémon wäre es gut gewesen wie Stahl oder so, aber naja. Ja, Attacken ist auch schon mal. Ich weiß gar nicht, was Mascha genossen hat, der überhaupt. Gibt's noch einen Flügelschlag? Okay. Und hier schlägt das auch. Oh nein, Fußkick. Und ein Ruckzuck-Hieb. Ich überlege gerade, bringt mir eigentlich im normalen Griff irgendwas? Gegen Fee, oder? Ich weiß gar nicht, wie es umlischt. Oh, Kapilla. Kapil. Ja, Mann, sobald die auch ein Level ab. Und noch ein Maschok. Ach, das war ein Maschok vorher. Das ist ja mit einem Schlag weg. Ungefähr so. Ja, in der Kampfarena, es wird vielleicht langweilig mit Sanella. Laut gegen die Arenaleiterin wird schon was anderes benutzen. Werde ich nicht mit Sanella gleich anfangen. Ich konnte den Sieg nicht erzwingen.
Dann gibt nur 900 Poké-Dollar. Echt eine Enttäuschung. So, ich muss das alles verschieben. Aber dazu komme ich dann noch. Es sind 4 Gegner, oder? Bloß? Dann geht's ja. Sonst wäre es ja kein Quartett. Ich lasse einen Schlag im Namen des... der Tränen. Für die Tränen. Okay. Ich glaube, der wird gleich heulen. So, der erste hat den Maschok und so. Haben die jetzt alle Maschok? Ist das der Ding? Der wird sehr schnell gehen mit Sanella. Irgendjemand muss doch mal einen Maschemai dabei haben. Der ist 26. Ich schätze mal, die Arena darin wird wohl für vielleicht um die 30 haben. Das wäre ganz praktisch. Ja. Der hat sich fast tot gemacht. Da macht die Muschelglocke einfach echt nicht viel. Initiative sinkt. Okay. Ruckzucki beendet sie eh wieder. Deswegen ist halt Muschelglocke scheiße gegenüber Überreste. Es heilt einfach gefühlt nichts. Das ist ein KP halt. Ich glaube ein Achtel von dir, dass man abzieht. Das ist einfach nicht gut. Und immer nur dann, wenn man Schaden macht. Nein, wie geht hier? Aeros! Ist es schneller? Achso, das macht's gerne. Hör auf, meine Zeit zu verschwenden. Halt noch einmal. Ah, oh, gut, cool, schick, schick. Das ist alles, was er macht, oder? Scanner. Und weg ist es. 6 KP. Ich hab's gewonnen, dann krieg 6 KP. Das ist einfach nicht gut. Ich bin total ausgepowert und irgendwas. Er ist besiegt. Okay. Ich setze einen Schlag im Namen der Hoffnung. Ja, für die Hoffnung. Oh, der hat nur ein Pokémon dabei. Lass mich raten, Maschok. Ein Meditier, okay. Warum nur die Vorentwicklung überhaupt? Ich hab Pikachu, hol die ohne Pikachu. Aber ich habe einen Elektek. Ist immer ein Elektro-Pokémon. Ich habe ein Elektro-Pokémon dabei. Und mit Meditier ist besiegt. Geht doch schnell. Wunderbar. Und wie viel KP bekomme ich jetzt? Wieder 6. Gut, Überreste wird jetzt nicht heilen. Das muss man sagen. Aber es ist trotzdem nicht gut. Wir waren nicht gut genug. Der hat allerdings nichts gefehlt. Ich habe schon gut verlesen, glaube ich. Ich will noch den einen da. Und dann kommen wir schon ums Rätsel. Das Karate-Quartett, das heißt ein Schlag im Namen der Liebe. Hua! Für die Liebe. Okay, Schwarzgott Marius. Er hat einen Maschok dabei. Bis jetzt haben wir 3 Pokémon gesehen. Und 2 aus derselben Entwicklungsreihe. So wenig Kampf-Pokémon gibt's dann nur auch wieder nicht. Okay. Ist ein leider schläfrig. Macht aber nichts. Der Kampf wird schnell beendet. Ist er knapp überlebt. Und ich bekomme ganze 9 KP. Aua. Meine Muschelglocke ist weg. Oh nein. Nicht, dass ich noch ganze 10 KP regeneriere. Und besiegt. Und noch einmal Schock. Na, schraub noch ein Meditier dann zum Schluss. Ich habe ein bisschen Angst, dass die Arena darin vielleicht doch nicht stärker ist. Vergeltung könnte wiederum ein bisschen wehtun. Okay. Dann wollen wir doch mal gucken, was das letzte ist. Noch ein Maschok könnte mich weghauen. Das ist noch ein Maschok. Dann wechseln wir doch mal und testen mal die Psychokinese aus. Ich meine, wo ist aber das beigebracht, ne?
Oh, Kubendor, los geht's. Aber. Wenn der noch einmal macht, könnte das echt zwiebeln. Wir schotzen ja weg. Ich schaff's einfach mal. Oh ja. Sei flüssig, erstmal gucken. Und ein Level up. Okay. Ich werde auch mal schnell noch meine Sanella heilen. Und dann kommen wir schon mal um dieses Rätsel. Das ist vorbei. Ach, was ich schon letztes Mal gar nicht erwähnt habe. Die ganzen Schutz-Items, die sind teurer geworden in den ab Generation 7. Eigentlich schon 200 Poké-Dollar. Hier kosten die aber noch den alten Preis. War das sinnvoll, das so zu verschieben? Ich muss da hoch. Okay. Das ist einfach durch. Okay. Den Weg hätte ich soweit schon mal frei. Ich muss das noch verschieben. Dazu muss ich aber erstmal das wegräumen, okay. So, dann wieder hier zurück. Und ich kann schon mal bis oben durchlaufen. Und das verschieben. Genau. So, jetzt muss ich das mal verschieben. Das kann man so lassen. Kann ich das komplett wegschieben? Weit genug zumindest, weit genug. So, jetzt mal hier hoch. Das will ich wegschieben. So. Kann das gerade machen. Ich habe schon einen Durchgang. Dann kannst du einfach durch die Mitte. Perfekt. Ja. So, ich werde schon mal mit NATO anfangen. Ich meine, diesen Kampf verlierst du sowieso gefühlt wie möglich. Ich habe zwei Pokémon, die sowieso durchgehen. Okay. Wie sie überhaupt? Hilda, alles klar. Hallo, schön dich kennenzulernen. Ich bin Arenaleiterin Hilda. Ich weiß nicht genau, was Stärke ausmacht und ich habe keine Ahnung, wie ich es zur Arenaleiterin geschafft habe. Okay. Aber ich werde es auf jeden Fall mein Bestes geben und die Rolle so gut ausfüllen, wie ich kann. Dann kommen wir. Dann kann kommen, was wer will. Okay. Jetzt geht's los. Was hat Hilda so? Drei Pokémon. Ein Meditier, okay. Los geht's, Blatnator. Okay. Starten wir mit der Fluchttaktik. Ist eine gute Idee. Wir machen die Fluchttaktik. Ah, die Flinklaube. Ich meine, Meditier kann speziell angreifen, aber ich gehe davon aus, die anderen Pokémon, die sie hat, das nicht können. Ja, Initiative sinkt. Ich wünsche, das würde alles schneller gehen. Ableit Heat. Dann hol ich KP wieder. Okay, machen wir zwei, dreimal Fluch. Lichtschild ist natürlich jetzt gar nicht geil. Ach, Spezialangriff. Okay, dann ist es egal. Initiative sinkt. Ich hab meinen Angriff schon verdoppelt. Wenn ich jetzt noch zweimal mache, müsste ich eigentlich schon übelst durchrennen. Das macht jetzt schon kaum noch Schaden. Okay, einmal Fluch noch und dann wird weggefetzt. Hab ich mal. Solange jetzt nichts mit irgendwas Speziellen kommt, kann ich dann ein bisschen doof ins Auge gehen.
Und nochmal Fluch. Protzer? Was macht mal Protzer überhaupt? Angriff. Und Verteidigung. Das kannst du ruhig machen. Okay. Vorbereitung abgeschlossen. Einfach um 4 Stufen erhöht, Angriff und Verteidigung. Ich meine, Enderheilung habe ich auch noch über. Oh, was hier blöd. Und die Flinklaue wirkt, das ist einfach perfekt. Ich hoffe, ich kann es vielleicht mit Flinklaue ein bisschen wegsweepen. Das wäre geil. Okay, ein Maschok. Maschok hat nur physisch was zu bieten. Immerhin schon mal 27. Aber. Meine Flinklaue ist weg. Naja, gut. Und ein Volltreffer. Es hatte keine Chance an dem Punkt. Guter Erfahrungspunkt. Der Kampf ist noch nicht zu Ende. Lucario. Unangenehm. Stahlkampf. Ist an dem Punkt egal, was ich mache. Okay, sie gibt mir wahrscheinlich die TM Upside Heap. Lucario ist schon eine harte Nuss. Da steckt wohl etwas in der Klemme. Naja. Lucario macht zum Glück nicht so viel Schaden. Ich hoffe immer noch einen Volltreffer. Lucario ist halt schon gefährlich. Dieser Stahltyp ist einfach unangenehm. Und das war ein Volltreffer, oder? Das war kein Volltreffer schon. Okay. Das war ein guter Erfahrungspunkt. Level up. Igelsam, das ist doch mal schön. Hm. Will ich da Fluch vergessen lassen dafür? Eigentlich nicht wirklich, ne? Schon Megasauger sind so gut. Ich finde es eigentlich cool mit Fluch, weil mit Igelsam, das könnte man kombinieren. Spezialangriff 44, es ist Megasauger eh von einmal. Okay, Megasauger weg. Okay. Kann ich mich ein bisschen heilen, während ich mich hochputsche? Erwin Level Up, Alcoventer Level Up, Zupati Level Up. Ich muss die Niederlage akzeptieren, du bist einfach zu stark. Und ich gewinne 3800. Ja man, die Fluchtaktik hat funktioniert. Blatt nähert sich. Ja, mal ein Schildterra. Schildterra. Ach, egal. Kleine Pokémon versammeln sich manchmal auf seinen regellosen Rücken und beginnen dort mit dem Nestbau. Erdbeben. Ich bin schon verleitet, Igelsam zu verlernen. Ich finde, es ist Erdbeben. Erdbeben werden wir auf jeden Fall mitnehmen. Ich mag das eigentlich mit Fluch, das ist eigentlich schon irgendwie cool. Eigentlich ist sowieso schon ein Tank, das Ding, oder? Ja gut, Spezial geht. Aber gerade mit Erdbeben, das haut dann richtig rein. Oder Biss. Brauche ich nicht eine Unicht-Attacke? Gut, gegen Flug-Pokémon kann ich nichts machen, oder kann ich einfach wegwechseln, notfalls. Nehmen wir Biss weg. Ich will es mal probieren, Igelsam und Fluch. Das könnte eine gute Kombo sein. Okay, du hast gewonnen. Ist schon eine Weile her, dass mir jemand in einem Pokémon-Kampf das Wasser reichen konnte. Das war sehr lehrreich. Jedenfalls hast du damit einen Orden redlich verdient. Hier hast du ihn. Ja Mann, Orden Nummer 3. Geht doch voran. Den Bergorden.
Ich sollte wohl besser auch erklären, was dieser Orden bewirkt. Mit diesen offiziellen Orden der Pokémon-Liga kannst du über deinen Pokéschi VM-Attacke Fliegen einsetzen. Oh, und das ist auch für dich. Ein Postdigger. Hat immer so zugeballert mit Sachen. Und TM60 Upload-Heber, wie sie es. Genau. Sie fügt den Zielen nicht nur Schaden zu, sondern raubt ihnen auch KP. Wie auch immer das ich mir vorstellen muss. Ist das eine starke Attacke? Ich wollte gerade nachgucken. Nee, egal. Hi Patze, kannst du mir bitte helfen? Ich habe aus Versehen meinen Pokédex fallen lassen und Team Galactic hat ihn sich geschnappt. Bitte, du musst mir helfen, ja? Ich warte vor der Lagerhalle. Ja. Das wäre schon beim nächsten Mal angefangen, glaube ich. Beutel! TM! Ne, 75er. Und Erben kann es nicht lernen. Verdammt! Ich bin schwer gebracht. Ja gut, auf der P jetzt noch gucken sollen. Jungs, Team Galactic dann nur noch, ne? Heute ein Pokéball. AP Plus, das können wir vielleicht irgendwann gebrauchen. Galaktikgebäude. Da will ich eigentlich diesen mal noch nicht. Muss ich da rein oder links? Ich nehme an links in das Gebäude. Da kann man mal kurz reingucken. Okay, hier ist schon alles mit Teleportern. Das wird anstrengend. Aber gut, das werde ich dann doch beim nächsten Mal in Angriff nehmen. Logisch. Ich will nur kurz nochmal gucken, ob sie hier oben steht. Ja. Ich nehme an, die Gebäude sind irgendwie nur noch verbunden, wenn da Teleporter sind. Was macht Erwin so? Wirklich unbeschwert. Perfekt. So, dann haben wir noch schnell die Pokémon und dann kann ich den Port beenden. Sollte gut eine halbe Stunde sein. Ein bisschen kürzer wahrscheinlich. Ich bin lange gebraucht, meine Klamotten aussuchen. Dann sage ich mal bis zum nächsten Mal.